So, Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück bei Batman Arkham Asylum. Irgendwie hat sich mein Spiel gerade verabschiedet gehabt. Also nehme ich selbst nochmal auf. Okay, und wir müssen da rein. Sieht so aus, als ob der gute Doktor früh angefangen hätte. Deine Verabredung ist erst in ein paar Stunden. Du wirst sicher benachrichtigt, wenn das fertig ist. Sag mir, Bats, wovor hast du wirklich Angst? Bitte hilf mir, Batman! War das der echte Commissioner? Ich glaub's fast nicht. Der Bildschirm ist auch so komisch. Ich glaube, dass hier irgendwie was nicht mit rechten Dingen zugeht. Niemals der Commissioner. Es tut mir leid, Trin. Barbara. Es tut mir leid. Ich kam zu spät. Tut mir leid. Die Nummer, die Sie gewählt haben, ist nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piep. Barbara, bist du da? Bitte legen Sie auf. Was geht denn hier vor sich jetzt? Was zum... Du solltest nicht hier sein. 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 What the fuck? Irgendwas geschieht doch hier jetzt. Vater, du hättest ihm die Stirn bieten müssen. Wie ein Mann. Was zum... Mom? Hilf uns, Bruce. Lass uns nicht sterben. Das ist doch niemals echt. Was zum Henker. Scarecrow. Und nicht Scarecrow. Ich hasse die Vogelscheuche. Was zum... Mein Gott.
Der darf uns also nicht sehen. Interessant. Das ist cool gemacht, muss ich sagen. So, wir verstecken uns lieber mal wieder. Zieh dich um! Das sind die kaputten Bruchstücke deines Verstands! Mir geht's gut. Ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit Scarecrow. Das hat mich aufgehalten. Bin gleich wieder da. Der kleinste Killer im Meer. Mhm. So, nun zurück. Dafür war ich jetzt in dem Raum. Nicht, dass man uns Pfeile gemalt hat. Es war nicht Gordon. Cranes Gas muss mich mehr angegriffen haben, als ich dachte. Fühlst du dich verloren, kleine Fledermaus? Nö. Hast du Probleme, herauszufinden, was real und was nur ein Hirngespinst deines kleinen, verworrenen Hirns ist? Genau wie bei mir. Finde dich damit ab, Betz. Es wird leichter, wenn man sich darauf einlässt. Wirklich. So, sie sind hinüber. Ich gehe jetzt erstmal hier entlang. Mal zu sehen, wo ich hier rauskomme. Okay, die ist verschlossen. Dann doch in die andere Richtung. Ach ja, wie schön ist das doch.
immer diese Joker-Szene. Haben wir eigentlich mittlerweile was Neues freigeschaltet? Nein, haben wir noch nicht. Dein geschätzter Police Commissioner ist genau hinter dem Glas. Sieh nur! Harvey hat strikte Anweisungen, den alten Mann zu töten, wenn einer meiner Männer auch nur vermutet, dass du im Raum bist. Sie patrouillieren schon. Ich habe ihnen gesagt, dass du auf dem Weg bist. Hier ist der Deal. Wenn du es schaffst, zu Harvey zu gelangen, ohne dass es jemand merkt, gebe ich dir das nächste Geschenk. Schaffst du es nicht, stirbt der alte Kauz. Mann, vielleicht gebe ich dir sogar Harvey. Sieht aus, als könntest du eine... Wir haben ein Upgrade. Na komm, ich gebe uns noch mal Leben. Meine Assistentin gebrauchen! Rette Gordon, ohne entdeckt zu werden. Okay, kann ja nicht so schwierig sein, hoffe ich mal. Darf ich die dann überhaupt ausschalten? Joker macht keine Witze. Er will, dass niemand an den alten Mann rankommt. Und wenn das doch passiert, will ich es nicht ausbaden. Kein Problem. Keiner kommt an mir vorbei. Batman wird bald tot sein und ich berühmt. Wie auch immer, geh rüber und pass weiter auf. Jetzt geh. So, mach die Tür auf. Harley hat den alten Mann unter Kontrolle. Wenn du die Fledermaus oder was anderes herumfliegen siehst, stirbt er. Dich die Fledermaus im Stich gelassen. Tut mir leid. Gib dein Bestes. What the hell? Spiel. Ich hab dich wie eine Geige. Wo hat der mich denn gesehen? Seiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bad. Also nochmal. Ich darf nicht entdeckt werden. Dann hat mich irgendwer gesehen. Jemand in Strumpfhosen zu sehen. Killt alle den alten Mann. Wenn Mr. J. Batman tötet, heiraten wir. Das wird so cool. Wie bitte? Ist doch der gleiche Schacht. Verstehe ich jetzt nicht. Ich muss natürlich neu eintragen. Deine Herausforderung absolviert. Schaffst du noch mehr? Weißt du, dein Haar färben. Dieses Grau lässt dich so alt aussehen. Halt dein Maul. Damit kommst du nicht durch. Hör zu, Jungs. Der Commissioner wartet geradezu darauf, dass einer von euch den alten Fledermaus-Freak sieht. Wenn's so weit kommt, erledigt Harley den alten Mann. Ich habe einen tollen Preis für den, der ihn zuerst sieht. Der alte Mann sieht aus, als ob er sich gleich in die Hosen macht. Bringt mal einen Eimer her. Du hast länger gebraucht, als ich dachte. Er ist außer Kontrolle. Er versucht, was zu beweisen.
Ich weiß nicht, ob ich ihn diesmal aufhalten kann. Du schaffst es, Batman. Hör zu. Wir sind nicht allein. Er hat noch was anderes da unten. Ich weiß nicht, was es ist. Was für ein Plappermaul! Er verdirbt die Überraschung! Sei still. Oh, hörst du mich? Ja? Gut. Das nächste Stück wird dir gefallen. Was kommt jetzt? Er fordert Dr. Youngs Login. Egal, gehen Sie hinter mich. Sofort. Bane. Nein, oder? Ich dachte, er wäre aus Blackgate ausgebrochen. Schneid mich los! Wer hat dir das angetan? Dr. Young, die Brucha. Sie hat das Venom aus meinem Blut abfließen lassen. Muss sie stoppen. Tut mir leid, Bane. Die gute Frau Doktor wird nicht viel länger ein Problem darstellen. Wie gefällt dir meine Puppe? Was sagt ihr? Schneiden wir ihn ab? Gordon, lauf! Oh, Scheiße. Nicht Bane. Alles aber nicht Bane. Ich hasse den Typen. Scheiße. Ah, okay, das funktioniert schon mal nicht. Du wirst mir nicht wieder entkommen. Nicht euer Ernst. Alter. Na komm schon. Diesmal besiege ich dich, Batman. Na komm schon. Ja, renn mal gegen die Wand. Also, reiß diesen Schlauch ab, genau. Voll drüber gerannt. Die Fledermaus ist am Ende. Betäube Bane mit dem schnellen Batarang, während er angreift. Okay, gut zu wissen. Ja, komm schon.
Zack. Du wirst mir nicht wieder entkommen, alter Feind. Knappe Sache. So, erster Schlauch ist ab. Das hat weh. Alter, ist das alles, was der Raum ausbringt? Lass mich dir helfen! Ich werde dich treffen! Lass nicht zu, dass es geht! Hier hast du nicht drauf! Wer mehr als vorsichtig mit Bane kommt. Ich knüll dich wie Papier zusammen. Der nächste Schlauch. Ab. Sehr nice. Ich werde dich fesseln. Und wieder hin zu Bane. Ach, Mist. Und weg von dem. Du wirst mir nicht wieder entkommen. Oh, ich bin doch noch fest trocken. Komm, wirf. Jawohl, hoch mit dir. Reiß ihn den letzten ab. Jawohl, wir haben Bane besiegt. Sind doch kurz vor Ende der Folge noch. Ja, genau, erstmal auf den Kanal klettern. Finde ich nicht gut, da unten war eigentlich ein Tonband, was ich mitnehmen wollte. Batman, geht's dir gut? Mir geht's gut, Jim. Wo ist Quinn? Weg. Sie muss abgehauen sein, als Bane dich rumgewirbelt hat. Wir müssen dich von der Insel runterbringen. Ich bin kein Anfänger. Ich kann das selbst regeln. Immer noch Bane. Ich zerbreche dich, Batman. Und danach die Brucha! Nein, Bane! Diesmal zerbreche ich dich! Unser schönes Auto, ab ins Meer. Jim, geh zurück aufs Festland. Es ist zu gefährlich hier. Es gefällt mir nicht, dich hier zu lassen.
Ich komme schon klar. Das Radio sagt, er hätte Bomben über ganz Gotham verteilt. In Gotham wird Panik ausbrechen, du wirst da gebraucht. Wir sind bereit zu gehen, Sir. Bane hat Dr. Yang Brucha genannt. Was bedeutet das? Das ist Spanisch für Hexe. Mhm. Gut, meine Lieben, wir machen hier wieder eine Oracle, geh die Computer der Stadt durch. Suche alles über Dr. Yang. Ich sehe mir die Sachen dann an, wenn ich in der Höhle bin. Eine Betthöhle auf Arkham Island? Ich habe sie vor Jahren erbaut. Es ist das Beste, wenn man für solche Situationen vorsorgt. Wie hast du geschafft, das geheim zu halten? Ich bin's, vergiss das nicht. Und glaubst du, dass Dr. Yang mit Venom experimentiert hat? Derselben Chemikalie, die Bane in dieses Tier verwandelt hat? Ja, ich bin besorgt. Bane schien noch mächtiger als sonst zu sein. Joker will das Venom und das kann nur Ärger bedeuten. Ich gehe jetzt nach Arkham North zum Deadman's Point. Ich melde mich, wenn ich in der Betthöhle bin. Analysiere Dr. Yangs Forschungen in der Betthöhle. Okay, jetzt machen wir aber weiter in der nächsten Folge Batman Arkham Asylum. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr mich gerne abonnieren, weil der Button ist ja auch mal zum Drücken da, ne? Ihr dürft mich liken, ihr dürft auch in Facebook vorbeischauen, ihr dürft mich auch auf Twitter besuchen. Ja, und dann sind wir auch schon raus und bis bald, euer Blackie.